Hallo liebe Zuschauer, ihr kennt vielleicht noch Lost Cities, da gibt es jetzt ein neues. In dem Fall Lost Cities, das Kartenspiel, die To-Go-Version, die habe ich euch bereits vorgestellt, auch mit einem Gameplay, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Jetzt wollte ich euch auf jeden Fall das neue, grafisch überarbeitete Lost Cities vorstellen. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Block zu euch nach Haus. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man hier den Plan vom neuen Spiel. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, weil wenn man hier den alten daneben legt, dann denkt man schon, ja, auf jeden Fall eine Verbesserung, auch was die Kartenfarben angehen. Bei der To-Go-Version habe ich zwar etwas gemeckert, bei der neuen von Lost Cities, hier, man wird es aber nachher sehen, sind die Karten wirklich deutlich. Man sieht hier zum Vergleich die alten Karten. Naja, die Geschmäcker sind etwas unterschiedlich, aber das Spiel ist ja, glaube ich, aus dem Jahr 1999, also schon etwas älter. Und wenn man sich jetzt hier die Grafiken anschaut, der neuen Version, ist eigentlich schon viel besser. So, das Ganze möchten wir euch während einer Partie vorstellen. Das heißt, ihr könnt jetzt parallel verfolgen und ich werde jetzt die besten Sequenzen bzw. die Abläufe auch parallel nochmal darstellen. Das heißt, ihr bekommt gleich parallel erklärt, wie das Spiel funktioniert. Das Ganze geht streng genommen über 3 Runden. Das heißt, nach jeder Runde erfolgt eine Wertung, die notiert man. Dann spielt man eine weitere Runde. Wir werden jetzt eine Runde spielen und ich hoffe mal, dass ich nicht so schlecht spiele wie in der To-Go-Version, weil da bin ich schon in der ersten Runde komplett untergegangen. Gell, Thomas? Ja. Jeder bekommt am Anfang 8 Karten. Ja, und der Thomas macht's wieder, Elias, der schaut auch schon in die Kamera und schaut, was ich für Karten habe. Nein, muss ich zu dir auch schon sagen. Es gibt Karten mit den Werten von 2 bis 10 und zwar hier, wie hier abgebildet ist. Ich drehe es einfach mal kurz herum, dann sieht man, es gibt sogar eine weitere Kartenfarbe. Diese Karten in der Farbe haben wir aus dem Spiel genommen. So kann man natürlich auch spielen. Dadurch geht das Spiel etwas länger. Das heißt, ich habe jetzt 8 zufällige Karten bekommen mit Kartenwerten und ich habe auch solche Wettkarten. Was mache ich in meinem Zug? Ich schaue mir die Karten auf jeden Fall erst einmal an und dann spiele ich eine Karte aus. Ich kann eine Karte ausspielen, um damit eine Expedition zu beginnen. Das kann eine Zahlenkarte sein, das kann auch so eine Wettkarte sein. Wenn ich aber eine Zahlenkarte ausspiele, dann kann ich nicht eine Wettkarte der gleichen Farbe auch darunter legen. Warum? Die Wettkarten, die bringen am Ende natürlich einen gewissen Multiplikator, also mehr Punkte ein. Was mache ich also? Ich probiere es einfach mal. Ich spiele die erste Karte aus und spiele einfach so eine Karte. Und jetzt ziehe ich eine Karte nach. Ich ziehe eine vom Ablagestapel. Da können nämlich auch Karten drauf geworfen werden. Ich könnte die auch so drauf spielen. Nein, ich ziehe eine vom Nachziehstapel. Und das Spiel geht nämlich so lange, bis der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Ich habe also jederzeit 8 Karten auf der Hand. Dann ist der Thomas dran. Das heißt, der Thomas spielt auch eine Karte. Na, ganz toll. Das Spiel geht jetzt schon wieder so richtig los. So, das heißt, er zieht auch wieder eine Karte nach. So, und ich zocke ja gerne. Ich hoffe mal, ich verzocke mich nicht so wie bei der To-Go-Version. Da bin ich ja komplett untergegangen. Das heißt, ich spiele auch wieder so eine Karte aus und ziehe wieder eine Karte nach. Das heißt, der Thomas spielt eine blaue Karte, zieht wieder eine. Im Moment haben wir noch gar keine auf dem Ablagestapel. Wir spielen also momentan alles aus. So, dann spiele ich eine weitere Wettkarte. Das heißt, nachher werden die Werte nicht multipliziert, nein, sie werden sogar verdreifacht, also mal 3 gesetzt, wenn ich jetzt anschließend Karten ausspiele. Allerdings wird mir nachher noch Punkte abgezogen für die Expedition. Das sehen wir bei der Wertung. Bei der To-Go-Version war das auch in dem Video wirklich schwer zu erklären mit dem Abzug der Punkte. Das wird erst deutlich, wenn man da eine Wertung mal durchführt. Das seht ihr dann aber auf jeden Fall nachher, dann wird es auf jeden Fall deutlich, also keine Sorge. So. Jetzt spiele ich wieder eine Wettkarte aus. Man merkt, ich zocke. Übrigens brauche ich nicht alle 5 Karten ausspielen. Ich entscheide mich, welche Karten ich ausspiele. Ich brauche nicht überall die 5 Expeditionen beginnen. Je nachdem habe ich auch nicht die Karten. Es bleibt mir überlassen, wie viele Karten ich auslege. Je nach Punktzahl kriege ich vielleicht mehr oder weniger. Also ich muss aufpassen, damit ich nicht in Minuspunkten lande, weil mit den Wettkarten kann ich am Ende auch Minuspunkte bekommen. So, und was mir schon mal positiv auffällt, ist ja nicht die erste Partie, wo wir jetzt hier spielen, die Karten finde ich viel besser als bei der To-Go-Version.
Und zwar geht es mir um die Farbunterscheidung. Das heißt, hier sehe ich die Kartenfarben viel besser als mit diesen kleinen Plättchen, wo man wirklich draufschauen muss, wo man auch gern mal was falsch spielt. Das heißt, die Karten werden auch immer aufeinander gelegt. Das heißt, der Ablagestapel wird nicht gefächert, sondern die Karten kommen oben drauf. Man muss sich je nachdem also merken, ob man vielleicht ein höherer Wert drunter legt, dass man vielleicht die Karte auch später nehmen kann. So, wie ich einen Thomas kenne, will er natürlich gleich 5 Expeditionen auf einmal durchführen. Schauen wir einfach mal, was dann passiert. Bin selber gespannt. So, eine Partie dauert, oder eine Runde dauert ca. 20 Minuten, hätte ich mal gesagt, maximal. Also wirklich nicht länger. Man sollte natürlich möglichst schauen, dass man mit seiner Expedition, mit den Punktekarten auf 20 kommt. Dann liegt man zumindest mal im positiven Bereich, beziehungsweise im Nullerbereich. Einer macht es genau so, dass wir auch ein paar schöne Beispiele haben. Er spielt eine 5 aus. Jetzt kann ich endlich auch meine 4 ablegen und ziehe eine neue Karte. Er hat mir gerade die Karten gezeigt. Zeig sie mal kurz in die Kamera. Ich schaue weg. Ich krieg die Krise. Ich fasse es nicht. Mal gucken, was ich jetzt mache. Rein, um mich wieder zu ärgern. Also irgendwie haben wir immer schöne Beispiele, wenn wir zwei zusammenspielen. Auch wenn ich jedes Mal verliere, ich habe meinen Spaß. Was hast du jetzt wieder gezogen? Oh Mann. Boah. Komm, jetzt bin ich schon so hoch im Minusbereich. Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. So, nachher bekommt ihr auf jeden Fall ein Beispiel, wie die Minuspunkte auch berechnet werden, weil es geht jetzt wieder an der Partie komplett schief. Voll liebs. Das gibt's doch gar nicht. Das ist echt. Oh Mann, das ist ein Dreier-Multiplikator. Nicht mal mal 2, sondern mal 3 Abzüge. Jetzt ist auch rum. Und damit ist die Runde zu Ende. Verdammt. Also, mit den Karten konnte ich natürlich auch nicht mal allzu viel anfangen. Das heißt, ablegen etc. So, und jetzt zeige ich euch, wie das nochmal berechnet wird. Und dann zeige ich beim Thomas, wie man es richtig macht. So, jetzt auf jeden Fall. Ich fange jetzt einfach mal hier an mit den Grünen. Ich hoffe, man sieht die Werte. Ich habe jetzt hier 2 mit diesen Wettkarten. 2 Karten und hier eine 2. So, ich habe jetzt die 2, der Thomas rechnet vielleicht schon parallel für mich, 2 minus 20, weil es werden ja immer 20 Punkte abgezogen. Das heißt, ich bin bei minus 18 und jetzt wird das Ganze mal 3 genommen. Spielt es auf keinen Fall so, weil dann braucht er auch keine 3 Runden spielen, dann könnt ihr gleich aufhören. Volles Risiko. Minus 54. Sehr schön, guter Anfang. So, jetzt wird es wieder ein bisschen besser. Das heißt, ich habe hier 2, 8, 9, 10. Das heißt, ich habe jetzt hier 20, 29 minus 20, das heißt, ich habe 9 und ich habe eine Wettkarte, das heißt mal 2 in dem Fall richtig gut. Das heißt, jetzt muss ich nur mal schauen, 18 Punkte kommen jetzt dazu, beziehungsweise ich bin im Minusbereich. So, jetzt wird es wieder richtig schön. Zum Glück habe ich die 10 noch ausgespielt, das heißt, ich bin bei 17 minus 20, also jedes Mal müsst ihr die 20 Punkte abziehen. Das heißt, ich bin bei minus 3 mal 3, weil es 2 Wettkarten sind, das heißt minus 9. So, und dann habe ich jetzt hier 15, kriege wieder 20 Punkte abgezogen. Jetzt wisst ihr mal, wie schwer mir es hier fällt. Ich glaube, ich muss mit Elias spielen, aber dann kann es nur besser werden. Das heißt, minus 5, auch wieder mal die 3, weil das hier die 2 Karten sind. Das heißt, minus 15 Punkte dazu. Ja, da gibt einen neuen Rekord für minus 60. Sehr schön. So, und jetzt gucken wir einfach mal beim Thomas, wie es hier aussieht. So, richtig schön, weil er hat anders gespielt. In dem Fall, ich habe echt viel gezockt. Das heißt, wir sind hier bei 10, 20, 28. So, und von den 28 werden jetzt die 20 abgezogen, das heißt bei 8. Er hat keinen Multiplikator, weil er keine Wettkarte am Anfang ausgespielt hat. Es kann immer nur eine Wettkarte an eine Wettkarte ausgespielt werden, also nicht zwischen Reihen spielen. Denkt auf jeden Fall daran. Das heißt, er hat jetzt 8 Punkte. Hier hat er 26, 30, das heißt 30 minus 20 sind 10 Punkte, wo dazukommen. Hier, endlich mal ein schönes Beispiel. Hier hat er in dem Fall 15, auch wieder minus 20 Punkte, das heißt in dem Fall minus 5 Punkte. Übrigens, eins haben wir vergessen, das haben wir jetzt hier noch gar nicht vergessen, haben wir als Beispiel nicht. Wenn ein Spieler 8 Karten oder mehr auch was ich ausliegen hat, dann bekommt er einen Bonus nochmal von 20 Punkten. Ich glaube, das schaffe ich wohl nie. So, weiter geht's hier. 9, 17, er hat gerade noch so geschafft. 22,
Ja, warum auch mehr? 22 minus die 20 in dem Fall sind die 2. Ich will es gar nicht wissen. 2 mal 2, nur 4 Punkte. Da hat er ein bisschen geschwächelt. Jetzt legt er aber wieder richtig los hier. Das heißt, wir haben hier 9, 15, 15, 22, 30, 39, 39 minus 20. Das heißt, 19 Punkte dazu. Er hat knapp gewonnen die ersten Runde. 36 Pluspunkte zu minus 60. Okay, wollen die Zuschauer recht eng. Und wie gesagt, jetzt habt ihr mal einen Eindruck bekommen von dem Spiel. Wie gesagt, das ist ein alter Klassiker. Und man hat es jetzt schon gemerkt, auch wenn vielleicht der Spielspaß im ersten Spiel To Go auch rüberkam, da hat es mich einfach von den Plättchen gestört. Hier von den Karten, von den Farben ist viel deutlicher. Spielprinzip ist natürlich ein bisschen anders. Ich habe die Auslage in der Mitte. Wir nutzen die gemeinsam für unsere Karten. Das Spielprinzip ist allerdings ähnlich, aber mit den schönen großen Karten viel schöner illustriert als übrigens bei der alten Version. Gut, die ist natürlich auch schon viel älter, 20 Jahre älter. Das heißt, hier wirkt das Ganze viel schöner. Flott spielt sich's nach wie vor. Auch das Cover ist schön gelungen. Und wie gesagt, es ist ja eine Dreierreihe. Das heißt, das To-Go-Spiel habe ich vorgestellt, das Kartenspiel auch. Es fehlt eigentlich nur noch das Brettspiel und das folgt natürlich auch früher oder später bei uns. Bin gespannt, wie es euch bisher gefallen hat. Vielleicht kennt ihr Lost Cities, schreibt es gegebenenfalls mal rein. Thomas, zum Abschluss, wie fandst du es? Du kannst ja bisher gar nicht. Das heißt, ich kann es ja. Mit mir macht es natürlich richtig Spaß, weil ich jedes Mal eine drauf kriege. Aber ansonsten... In beiden Minus, einmal minus 50 und einmal minus 60. Wie war dein Eindruck so? Immer schön. Auf jeden Fall fand ich das Kartenspiel wesentlich übersichtlicher und hat mir jetzt auch besser gefallen von den beiden. Gut, jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen. Wer es noch nicht kennt, ist ein Zweierspiel, also nur für zwei Spieler. Wie gesagt, man kann die Rückseite drehen, brauche ich euch jetzt nicht extra zeigen. Da gibt es eine weitere Farbe im Spiel. Da kann man natürlich noch mehr taktieren, da kriegt der Jörg natürlich noch mehr Minuspunkte. Das wollen wir jetzt euch aber nicht zeigen. Ansonsten viel Spaß beim Spielen, bis bald mal wieder. Ciao. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.